So ist es ja meistens. Warum wir auch gerade nicht. Seichen-Zombie, überall nur Seichen-Zombies. Hup. Von dem Zeug haben wir genügend. Da können wir hier schön immer. Brauchen wir nicht geizen mit dem Ganzen. Ach, diese Abart wieder. Ah. Dann gehen wir wieder hier hin. Und dort hinten ist auf jeden Fall irgendwas mit Bleich schon. Da ist schon so ein Bleich-Zombie, das ist Gott. Da schleichen wir uns einfach von hinten an. Und da ist schon der zweite. Gut, ich dachte jetzt nämlich, der kommt gleich hinterher und das wäre dann ein bisschen blöd gewesen. Dann sind hier schon drei. Das heißt, wir haben dann achte. Neune. Wenn unser Kinder die wegnimmt. Dann dürften wir das auch schaffen eigentlich. So. Bum, 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 bum. Der Apalat, der durchkreuzt hier aber ein bisschen unsere Pläne, weil der hier selber Viecher sucht. Wupp. Ja, 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 ja. Ja, ja. So, da sind wir bei 8. Ich habe aber vorhin noch irgendwie die Nummer 9 gezählt. Ach scheiße. Hä? Ich habe vorhin noch eine Nummer 9 gezählt. Ja, der Avalad hat jetzt hier ein bisschen unsere Pläne durchkreuzt. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber können wir jetzt ja leider auch nicht ändern. Dann müssen wir halt wieder hier hinter. An den Viechern hier vorbei. Ne, das ist mal hier falsch. Wir mussten hier drüben rechts. Hier mussten wir irgendwo. Ne, waren wir doch richtig, hä? Da sind wir hier nicht ganz richtig abgebogen, sowas. Weil hier ist schon die Nummer 9 und da müsste dann in der Nähe auch irgendwo die Nummer 10 sein. Vielleicht steht er auch gleich auf. Könnte natürlich auch passieren. Mal gucken. Die Nummer 9 auch gleich geschafft. Nämlich jetzt. Der hat nämlich auch nicht einstellen für uns. Und da ist hier die Nummer 10. Und da. Bum, bum. 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 Bumm. Und bumm, 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 bumm. So. Damit haben wir die. Wir machen jetzt aber trotzdem mal Rückkehr. Das bringt uns jetzt zwar an sich wenig. Ja, weil wir jetzt wieder erst zurückfliegen müssen, dann müssen wir uns teleportieren. Aber da können wir gleich mal nach, jetzt wollte ich Stormwind sagen. Oh, ganz falsches Thema. Ganz, ganz, ganz falsches Thema. Nee, jedenfalls können wir dann wieder nach Pandemonium. Dort geben wir die andere Quest ab. Gute Reise.
im Pandemonium. Und dann geht's weiter nach den Beluslan. Beluslan, ja. Und dort machen wir dann weiter, geben die Quest ab. Hier müssten wir aber auch noch irgendwie Quests machen können. Steht ja auch gleich drauf. Achso, man kann es jetzt nicht genau angucken, oder? Ne. Aber hier ist irgendwie ein Questdienst. Der Nebra-Beschützer. Ist aber nur zu hoch. Sucht Bulagan auf. Und Bulagan ist ja wieder dieser komische Typ, der sonst wo ist. Wo man nicht wissen, wo das sein soll. So, Teleporter nach. Wieder ein dunkler Tag. Teleportieren nach Pandemonium und okay. Das Schicksal sei euch gnädig. So, nebenbei was getrunken. Jetzt sind wir im Pandemonium. Wie sieht denn hier überhaupt unsere Welt aus? Ach, das sieht doch gut aus. Das sieht wunderbar aus. Ach, wir nehmen ja gleich den. So. Können wir da ein bisschen schneller voran. So. Wo ist denn jetzt dieser Typ? Ach da. Tod unseren Feinden. Vielleicht gültiger. So. Und wo ist jetzt Mareike? Ah, das wird genau. Okay. Dann fahren wir noch zu dem. Ach, da ist Mareike. Seid mir gegrüßt. Das ist nur zu gut. Und der ist nicht hier, oder? Wo ist der jetzt? In Moorheim, toll. Ah. Dann machen wir nochmal nach Moorheim. Wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit. Oh, Entschuldigung. Wenn man es gehört hat, wenn man es nicht gehört hat, dann trotzdem Entschuldigung. Aber okay. Schau mal, wir überholen die jetzt, obwohl die segelt. Teleporter nach. Ist halt nicht, bloß dann auch nicht Moorheim. Und okay. Bumba, 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 wir sind im Ladebildschirm. Und das mal wieder im Moorheim, wo wir auch gerade schon waren. Und hier muss irgendwo ein Typ sein, mit dem wir reden müssen. Der Nico Recke. Hup, und finden wir mal. Der muss ja eigentlich so gleich bei uns in der Nähe stehen. Nicht der Ohre, sondern Nico Recke. Machen wir so und dann hier. Da sehen wir es ja. Also wenn wir hier hochgehen. Sind wir eigentlich schon fast bei dem? Das ist aber nicht hier drin. Ne, das ist der Otis. Wo irgendwie hier die Quest nicht funktioniert hat bei dem. Ah, da ist der. So. Kommen wir. Und Ellie müsste jetzt wieder
Im Belluslan sein. Genau. Okay. Das heißt, wir machen jetzt einfach Folgendes. Wir gehen hier nochmal schön eben zum Teleporter. Und teleportieren uns wieder zurück nach Belluslan. Geben dort die Quest ab. Wir teleportieren nach Belluslan und okay. Jetzt sind wir wieder im Ladebildschirm. Also so viel Ladebildschirm hat man auch schon lange nicht mehr. Bilde ich mir ein. Jetzt sind wir hier. Jetzt müssen wir hier wieder hoch. Und dann gleich nach links. Und dort steht er ja schon. Die Ellie. Also sie. Steht sie schon, nicht er, sondern sie steht dort. Die Ellie. Wieder ein dunkler Tag. Ellie ist auftreten, eher nicht, nein. So, wir brauchen, wenn dann, eine Plattenbeinschiene, die uns so jetzt nicht weiter interessiert. Aber wir haben erstmal wieder ein bisschen XP bekommen. Jetzt machen wir mal hier zu dem Typen. Und dazu brauchen wir den hier. Nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Das wäre eine dumme Idee. Kurz den Ausgang suchen. Der war hier. So, und dann geht's hier runter. Scheugrässlich. Ich weiß nicht, über was ich reden soll. Das ist schon gerade ein bisschen doof. Weil ich gerade absolut kein Thema habe, was mir jetzt gerade spontan einfällt, worüber ich groß labern könnte oder quatschen könnte. Ist ein bisschen doof. Aber naja, kann man nicht machen. Kann man nichts machen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier hin. Und dann hier glänzend wie in den, das kann ich machen. So, der Wanderguard ist auch hier hinten. Okay, dann machen wir zu dem. Wir mussten da aber hier hoch. So. Dann hier lang. Bum, 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 bum. Wir fliegen hier auch mitten durch die Kabel durch, das stört uns gar nicht. Nee, wir sind da ganz, ganz hart im Nehmen und sagen einfach, gut, wenn's nun mal nicht anders geht, dann ist es halt so und da machen wir uns auch nicht raus. So, da muss ich nämlich hier rüber zu... Zu dem müsste jetzt hier irgendwo auf der linken Seite stehen. Ah, hier hinten. Wupp. Wupp. Wanderan. Was wollt ihr? Und tun wir, warte, ich habe eine Frage. So mit einer Moosbärenpranke. Wir müssen das jetzt nochmal angucken. Upp. Dann Gruppenkist. Oh, ist das hier bei dem Mischmal? Ja, ja. Jetzt sagt aber nicht, wir müssen hier irgendwie Salz abbauen. Das wäre nämlich ein bisschen doof. Salz abbauen wäre ein bisschen doof. Ein Schneemoosbären habe ich auch noch nicht gesehen. So, ich werde jetzt aber trotzdem mal... Ich wollte eigentlich bis um 8 Uhr machen, ja, ich weiß. Es ist jetzt inzwischen kurz vor 7:15 Uhr. Aber ich bin gerade so irgendwie...
Darum sage ich mal, es ist glaube ich besser, wenn ich jetzt hier mal kurz eine Aufnahmepause mache, ein bisschen penne und dann sehen wir uns auch dann gleich wieder. Bis dahin, macht's gut. Nee, warte, ich mache hier das Beenden noch rein. Und dann sehen wir uns einfach, ich denke mal heute Abend. Ja, heute Abend vor Arbeit werde ich dann mal eine Aufnahme machen und dann bis dahin, ciao.